Weißt du noch, Luis? Das ist der Satz, den Anna in den letzten paar Jahren wohl schon 100 Mal gesehen hat. Sie redet mit ihm jeden Tag und manchmal sogar jede Stunde. Gerade macht sie mehr bei ihm am Besuch auf dem Friedhof. Von weitem sieht sie schon der Name auf dem Grabstein. Alois Wetter, gestorben am 30. November. Wie oft hat sie das schon gelesen und kann es trotzdem noch nicht glauben. Sie fährt mit der Hand über die Schrift, sie macht es so fein, als tät sie ihn streicheln, der Luis. Grüß dich, ich bin's, sagt sie jedes Mal, und man kennt grad meiner, dass er grüß dich zurückkommt. Nach ein paar Minuten ist sie tief versunken in die Zeit mit dem Luis. Alle Erinnerungen sind mehr da und besonders heute am Heiligen Abend. Weißt du noch, Luis, wie wir alle miteinander den Christbaum in der Stube aufgebaut haben? Bloß rote Kugler und viel Lametta drauf. So hau ich den Christbaum am liebsten mega. Und nachher, weißt du es noch, Luis? Na, bist mir du mit deinem violetten Fegerl gekommen. Den Vogel hast du mal vom Markt heimgebracht. Keinem hat der gefallen. Bloß dir. Und er hat überhaupt nicht dazu gepasst. Aus Glas, violett angemalt und als Schwanz ein Federle. Jedes Jahr hat der Wüste sich am Baum sein müssen. Und du hast gelacht und dich gefreut. Du, Luis, ich sag dir etwas. Ich habe noch heuer mehr auf den Baum aufgestellt. Und ehrlich war, heuer ist mir gar nicht mehr so wüst vorkommen. Seit langer Zeit sieht man Anna mehr mal lächeln. Ja, Luis, du hast schon öfter so verrückte Ideen gehabt. Weißt noch, wie du mir einmal an Ostern einen Schokolad-Nikolaus geschenkt hast? Den hast du im Werkzeugkasten versteckt gehabt und dann hast du ihn vergessen. Ich habe schon das Osterkörbchen mit dem Lämmler und mit den gefärbten Eiern hergerichtet. Gerade wollte ich es mit den Kirchen zum Weihen nehmen. Da habe ich den Nikolaus gesehen. Hinter dem Lämmler hast du ihn versteckt. Ich hör dich heute noch lachen. So eine Freude hast du gehabt. Du, Luis, ich habe für unser Rosenstück fest mit das eingepackt, so wie du das alle gemacht hast. Die Rosenstöcke sind dein Heiligtum gewesen. Bloß du hast dir schneiden und aufbinden können. Jeden Tag hast du an deiner Rosen rumzupft und geschaut, dass sie ja keine Leise haben. Besonders die Rotkletterrose, hinter am Schopf. Gell, das war dein Liebster. Drum hau ich dir auch ein rotes Rosenstöckle da herpflanzt. Gell, das freut dich. Mit das habe ich es eingepackt, dass es schön warm hat. Aus reiner Gewohnheit zupft sie ein wenig an dem das umeinander und smal verschrickt Anna. Direkt hinter der winterlichen Verpackung blüht eine Rose. Ui, gotzige kleine rote Rose. Das gibt's doch nicht. Eine Rose im Dezember. Anna hat so eine Freude, dass sie gar nicht merkt, wie ihre paar Tränen über die Backe laufen. Seit langer Zeit die erste Träne aus Freude. Luis, gell, die ist von dir. Ganz behutsam brockt Anna die Rose, schiebt sie schnell unter ihren warmen Mantel und drückt sie ganz fest an ihr Herz. Die tue ich daheim in der Vase und stell sie zu deinem Bild im Herrgottswinkel. Das ist mein allerschönstes Weihnachtsgeschenk. Vergiss Gott, Luis, und pfiat dich bis morgen. Am Friedhofstor dreht sie sich nochmal um, lächelt über das ganze Gesicht und schüttelt den Kopf. Echt, Luis, eine Rose im Dezember.